So, wie werden wir hier gedreht? So. Okay. Ja, und das hier kenne ich auch. Das haben wir von... gesehen. Um es herauszufinden, legen Sie unten auf die Treppe, die in der Hitze steht. Was ist mit mir? Lege mich zwischen zwei hölzerne Gitter. Okay. Ah. Das macht das da auf. Okay. Oh shit, er kriegt jetzt auf einmal doch Schaden. Ah, das Eckchen, da will ich gern noch sehen. Speichern wir mal. So. Ach, so ein Teil. Ja, zum Glück macht Sterben nichts aus. Das heißt, wir brute-forcen uns wieder hier durch. So, nehmen den Port. Oh. Der führt mich hier hin? Ja, der führt mich hier hin. Okay. Die beiden sind noch deaktiviert. Der führt mich hier hin. Hier war ich allerdings schon. Der war der. Den da wollte ich haben. Genau. Ich nehme mal an, dass da... kommt später. Lege mich, zwischen zwei hölzerne Gitter an einem unerreichbaren Ort. Mhm. Da gehen wir mal kurz durch die Karten. So, das auf 1 haben wir jetzt abgehakt mit dem Schwert. Interessant. Hier waren Lagerräume... jede Menge Fallgruben. Hier war nichts mehr. Hier war auch nichts mehr, so wie ich das sehe, weil wir haben auch die komplette Karte. Hier ist der Feuerballraum, den wir irgendwann mal für ein Achievement oder den ich für ein Achievement privat machen könnte. Hier ist ein Lager. Hier war auch nichts. Hier haben wir auch die komplette Karte. Hier auch. Sind wir auch durch. Das hier ist noch offen. Das könnte aber auch sein, dass das erst später nochmal kommt. Auch wieder mit dem Treasure Hunt zusammenhängt. Das war das, was wir jetzt gerade erledigt haben. Was Aua gemacht hat. Hier ist nichts. Hier sind die Trolle, die wir machen können, wenn wir alle Level 15 sind. Hier sind wir fertig, so wie das aussieht. Ja, hier haben wir... die zweite Karte. Hier ebenso. Sieht auch alles fertig aus. Hier auch. Und hier sind wir gerade. Ja. Gut. Die Gruppe ist hochgeheilt und wir können uns hier weiter umsehen. Wir haben schon gedacht, die Tür fällt jetzt hinter uns zu. Da ist die Tür weiter. Okay, die sieht aber so aus, als ob es eine Bossraumtüre wäre. Wir haben wohl unsere seltsame Abgesandte gefunden. Sie sagte, sie kommt aus einem weit entfernten Land. Sie sieht wirklich seltsam aus. Mehr als seltsam, sie ist einfach nur unheimlich. Egal, ich kann dir ein oder zwei Dinge über sie erzählen, wie du...
die du nützlich finden könntest. Alles im All sehr gute Kämpferin. Wir müssen also vorsichtig sein. Aber um eine wichtige Sache müssen wir uns kümmern. Wenn sie ihren Todesstrahl einsetzt, lauf und versteck dich so schnell wie nur möglich. Dieses Zeug zieht dir Leben aus dem Leib und schickt dich sehr schnell in die Hölle. Okay, also so ein Verstecken spielen, wie ich das vermisst habe. Okay, der Emissär. Oh, Todesstrahl. Verstümmelnder Hieb. Okay, den können wir ausweichen. Schwingen, das ist kein Problem. Jedenfalls bis jetzt nicht. Okay. Okay, Todesstrahl. Fetzen. Heilung, sieht alles gut aus. Wir machen mal eine Gruppenheilung. Das war unsere Heilerin. Wir können also neu laden. Okay. Die könnte wieder nervig werden. Keine Ahnung. Okay, sie macht den Todesstrahl. Verstümmelnder Hieb. Gut, jetzt macht sie Fetzen. Okay, Todesstrahl. Sie ist ganz gut zu Fuß. Und wir stehen hier schlecht. Sehr schlecht eigentlich sogar. Okay. Todesstrahl. Spott sie mal an, dass sie aufhört, unsere Heilerin anzugreifen. Na komm her. Heil dich mal lieber selber. Und dann machst du zweimal die Gruppenheilung, bitte. Au, Todesstrahl. Au. Okay, ich muss mich definitiv weiter zurückziehen. In Zukunft. Hat aber schon mal besser geklappt als beim ersten Versuch. Na dann, versuchen wir es nochmal. So. Jetzt tut sie Fetzen. Wir müssen, glaube ich, immer darauf achten, immer wenn ihr Mana voll ist. Genau, macht sie einen Todesstrahl.
So. Dab, dab, dab. Tun wir sie mal so ein bisschen abbauen. Den können wir einfach mal blocken. So. Tu erneuer mal die Heilung auf ihn. Wichtig. Oh. Heilung, Heilung. Okay. Noch haben wir die großen Heilungen nicht gebraucht. Okay. Du, hör auf, meinen Heiler anzugreifen. Weißt du was? Trink du mal einen Heiltrank. Und Todesstrahl. Okay, verstümmelnder Hieb. Sieht da jetzt ganz okay aus. Du frisst mir zu viel Schaden. Durch was auch immer. Au, dadurch auf jeden Fall. Hier stehe ich wieder schlecht, aber das geht noch. Jetzt kommt gleich wieder ein Todesstrahl. Ja, jetzt nämlich. Okay, dem können wir gut ausweichen. Mal sehen, wahrscheinlich einen Todesstrahl kriegt sie noch hin. Ja. So, und jetzt dürfte sie eigentlich tot sein. Gut. Level up bei 3 Leuten. Oder ne, bei 2 Leuten, okay. Na gut. Hat sie was versteckt? Nicht wirklich. Ah, Level up. Erhöht auch die Heileffekte von Heilige Sühne. Was ist Heilige Sühne? Keine Ahnung. Schildwall. Verringert ankommenden Schaden um 40% für 12 Sekunden. Wäre was? Erhöht Hast um 3% nach erfolgreichem Parieren. Kann bis zu 3-mal gestapelt werden.
Das wäre auch was. Erhöht Ausweichen. Ausweichenchance erhöhen. Ja, nehmen wir erstmal das. Ich schätze mal, so Level 20 wird unser Endlevel sein. So, was kriegst du? Erhöht erhaltene Heilung. Jetzt macht das auch mehr Sinn. Erhöht direkt die kritische Trefferchance auf ein harter Schlag um 3%. Ja, nimm das hier. Gut. Das heißt, wir können jetzt gucken, was hinter der Tür ist. Sieht aus wie der Weg ins nächste Gebiet. Toll, noch mehr Kavernen. Ja, wie es scheint, werden wir wohl nie das in dieser Tunnel sehen. Ja, Level 15. Gut. Radkins. Okay, nach Orks kommen Ratten, Menschen. Kann ich mit leben. Da hat sich einer teilweise an bestimmten anderen Spielen orientiert, würde mich mal meinen. Vor allem, wenn sie mit anfangen mit grünen Blitzen oder so auf uns zu schießen. Wow. Okay. Das sind jetzt dann doch ein paar mehr. Oh, sie können unterbrechen. Das ist auch Gaustich. Also mich betäuben. Hey, Level up in unserer Heilerin. Aber ja, ihr Schaden ist sehr... sehr überschaubar, jedenfalls vor den normalen Radkins. Oh, GMBD, das sind aber viele Schützen. Nee, weißt du was? Unterbrich die erstmal, bitte. Dann feuern, brennen, vernichten. Na gut, sie hatten wenigstens nicht viel aus und der Schaden ist auch überschaubar. Oh, ein Level up für unseren Magier. Gut, Level up für sie. Mehr Heilungskrit wäre eine Sache. Senkt den Kundab von Lebensregeneration, sind Mana kosten seine Bedrohung. Das hier. Wäre eine Möglichkeit. Ich könnte aber auch den Tanz der Sterne. Wäre eine Möglichkeit. Meine Crit-Chance für alle Heileffekte erhöhen. Wäre auch eine Möglichkeit. Die Baumform, naja, die finde ich jetzt nicht so toll. Hm.
Ja, Neuwuchsverbesserung. Ich verbessere erstmal den Zauber hier. Ja, 3 Minuten Cooldown, kostet weniger Mana. Ist schon mal praktisch. Oh, ach ja, und bei ihm.